Ein Mönch, der nach 10-jährigem Zen-Studium soeben die Lehrerlaubnis erhalten hatte, besuchte an einem regnerischen Tag einen berühmten Zen-Meister. Seinen Schirm legte er im Vorraum ab. Beim Tee sagte der Meister: Du hast nun also die Erlaubnis, andere Menschen zu lehren. Aber weißt du auch, ob du deinen Schirm auf die rechte oder linke Seite deiner Schuhe gelegt hast? Der Mönch wusste es nicht, wurde Schüler des Meisters und lernte 6 weitere Jahre bei ihm. Ein Mönch, ein Meister und ein Schirm. Eine Zen-Geschichte, in der nicht viel geschieht. Dennoch wirft sie Fragen auf. Ist es nicht egal, wo der Schirm liegt? Muss man sich jeden Handgriff, den man tut, merken? Und kann man das überhaupt? Muss ein guter Zen-Schüler ordentlich sein und brav sein Zimmer aufräumen? Und ist Ordnung überhaupt der richtige Oberbegriff für diese Schirmgeschichte? Ich vermute, dass es auch eine Kultursache ist, von japanischer oder östlicher Denken vielleicht, das weiß ich weiter nicht. Aber ich verbinde Ordnung und Zen sehr wenig miteinander. Vielleicht liegt das auch an das Wort Ordnung. Die Zen-Lehrerin Judith Bossert gehört zu den Menschen, die mir auf meinem langen Zen-Weg begegnet sind. Und weil sie Niederländerin ist und im Niederländischen das Wort Ordnung eine andere Färbung hat als im Deutschen, schlage ich den Begriff Klarheit vor. Klarheit finde ich sehr schön, ja. In Harmonie finde ich sehr schön. Auch ich finde diese Begriffe inzwischen sehr schön, zusammen mit einem dritten, Achtsamkeit. Denn natürlich war es völlig egal, ob der Schirm des Mönches rechts oder links lag. Aber im Geist des Zen zu leben heißt, wach zu sein für alles, was im Augenblick geschieht oder zu tun ist. Zum Beispiel für das bewusste Ablegen eines Schirmes. Achtsamkeit bedeutet aber nicht nur, auf etwas zu achten, sondern auch, den einzelnen Menschen und das einzelne Ding wertzuschätzen. Eine solche Hingabe an Kleinigkeiten und Feinheiten ist in einer chaotischen Umgebung schwer aufrechtzuerhalten. Und deshalb hat mich die Übung der wachen Präsenz im Zen ganz von selbst zu Klarheit und Ordnung geführt. Ich war ein unordentliches Kind, das Schränke für überflüssig hielt. Kleider hingen über der Stuhllehne, Bücher lagen griffbereit auf dem Boden. Meine Mutter beklagte sich darüber, dass sie mir ständig hinterherräumen müsse. Ich fand mein Zimmer gemütlich und meine Mutter penibel. Mit 30 betrat ich zum ersten Mal einen Meditationsraum, im Zen Zendo genannt. Schwarze Matten lagen Kante an Kante ausgerichtet entlang der Wände, darauf kleine schwarze Kissen. Es gab eine Nische mit einer Schriftrolle an der Wand, auf einem Tischchen ein Blumengesteck, eine Kerze und ein Räucherstäbchen. Das war alles. Ich stand auf der Schwelle des Raumes, atmete tief ein und merkte, dass etwas mit mir geschah. Bodhidharma, der im 6. Jahrhundert das Zen von Indien nach China gebracht hatte, wurde einmal von Kaiser Wu gefragt, was dieses Zen eigentlich sei. Bodhidharma breitete die Arme aus und sagte: offene Weite, nichts Heiliges. Als ich an jenem Frühlingsabend im Zendo zu meinem Kissen ging, wusste ich noch nicht, dass der Begriff offene Weite im Verlauf meiner Zen-Praxis immer neue und tiefere Facetten offenbaren würde. Ich erfuhr ihn zuerst einmal ganz konkret in Form eines Raumes, dessen Schönheit, Schlichtheit und Klarheit in mir eine Ruhe und Stille erzeugten, die ich bis dahin nur in der Natur gefunden hatte. Ich kehrte nach Hause zurück, schloss die Tür meiner Wohnung auf und wusste, ich musste Ordnung und Klarheit erschaffen. Das erwies sich jedoch als schwieriger, als ich gedacht hatte. Adelheid Meutes-Wilsing, die mit Judith Bossert seit 18 Jahren die Zen-Klausen in der Eifel leitet, erging es nicht anders, als sie den Weg unterhalb ihres Zendo anlegte. Ich war nicht fähig, diesen Hang und dieses Tal zu gestalten, weil ich ja alle Möglichkeiten hatte. Und dann immer wieder zu sagen, nein, das nicht, alles ist zu viel, lassen wir alles weg. Und jetzt ist nur noch ein Weg mit Stufen und Serpentinen und mit Frauenmantel und etwas Kletter und ein paar Lilien übrig, Wasserlilien übrig geblieben. Und jetzt sagt jeder, perfekt. Die Zen-Klausen, ein überkonfessionelles Laienkloster und Seminarhaus, sind von ästhetischer Schlichtheit.
Die Einzel- und Doppelklausen für die Gäste enthalten nur das Nötigste, das aber ist von bester Qualität. Bauweise und Materialien fügen sich in die Landschaft ein. Schiefer und Stein, Sprossenfenster, weißer Putz. Wie können eure Gäste zu Hause eine solche Ordnung erschaffen, frage ich Adelheid Meutes-Wilsing. Ordnung hat auch etwas damit zu tun, dass wir wie jetzt in den Augenblick hineinbegeben und loslassen. Ganz wichtig ist der Punkt des Loslassens, dass wir auf unserem Schreibtisch eine ganze Menge loslassen müssen, uns davon trennen müssen oder in unserer Wohnung und auch in unserem Leben. Dass, wenn wir Ordnung schaffen wollen in unserem Leben, dann müssen wir ganz viele Dinge einfach loslassen. Es ist vorbei. Für mich war damals sehr viel vorbei. Zum Beispiel die Zeit der Sofakissen, Tischdecken und hübschen kleinen Dekorationsgegenstände. Ich hängte alle Bilder ab, verschenkte den Fernseher und ging manchmal durch die Wohnung auf der Suche nach etwas, das ich noch wegwerfen oder verschenken konnte. Mit dem Loslassen hatte ich keine Probleme. Mein Problem war vielmehr die Unmöglichkeit, in einem Einzimmer-Apartment die Klarheit herzustellen, die ich in dem Sendo empfand, den ich nun zweimal die Woche besuchte. In meiner Wohnung saß ich ja nicht nur auf dem Kissen, dort spielte sich mein Leben ab. Und für mein Leben brauchte ich nun einmal Handtücher und Zahnbürste, Kochtopf und Pfanne, Papier, Stifte und Schreibmaschine. Erst Jahre später begann ich mich zu fragen, ob Ordnung und Loslassen nicht noch ganz andere Dimensionen hatten als die einer aufgeräumten Wohnung. Was aber war damals mit mir geschehen? Wieso konnte ein Meditationsraum in mir eine solche Wandlung hervorrufen? Für das Zen gibt es keine Trennung zwischen Spiritualität und Alltag, außen und innen. Deshalb sagt Teemeister Ulrich Haas, der in Fürstetten bei Freiburg die Teeschule der Ura-Senke-Stiftung leitet, in dem Moment, wo ich beginne, das Äußere zu ordnen, ordne ich natürlich auch das Innere. Das heißt, in einem geordneten Raum kommt man natürlich eher zur Ruhe, wie in einem Raum, in dem ein Chaos oder ein Durcheinander herrscht. Die eigene Ordnung, die man sich auferlegt oder die man schafft, die hilft auch, Innenordnung zu machen oder wirkt sich auf das Innenleben aus. Die Teezeremonie ist, wie das Ikebana, das Bogenschießen oder die Kalligraphie, eine der Zen-Künste. Wer sich darauf einlässt, kann dieselben Erfahrungen machen wie im stillen Sitzen auf dem Kissen. Auch meine Liebe zur Teezeremonie begann mit einem Raum. Ich war eingeladen, als Gast an einer Teezeremonie im Teehaus im Englischen Garten in München teilzunehmen. Draußen dämmerte die Sommernacht herauf. Die Frösche quakten, die Vögel trillerten. Drinnen siedete das Wasser im Kessel und Teemeister Kawasaki quirlte mit einem Bambusbesen das grüne Teepulver schaumig. Es war ein Fest für die Sinne, abgehalten in einem Raum voll Stille, Klarheit und Harmonie. Als ich wenige Monate später, versehen mit einem Literaturstipendium, in die Deutsche Akademie Villa Massimo nach Rom ging, brauchte ich in dieser lauten, unruhigen Stadt dringend einen solchen Ort der Stille und fand den Teeraum von Teemeisterin Michiko Nojiri. Einmal in der Woche zog ich einen geliehenen Kimono an und übte, die Serviette in die vorgeschriebenen Falten zu legen, die Teeschale auszuwaschen, den Tee anzubieten. Einfache Handbewegungen, schlichte Gesten. Ich aber war an manchen Tagen unfähig, sie auszuführen. Plötzlich fiel mir nicht mehr ein, wie die Süßigkeiten gereicht werden sollen, und anstatt mich anmutig von der Tatami-Matte zu erheben, trat ich auf den Saum des zu langen Kimonos und musste mich mühsam aus seinen Falten befreien. Die Teezeremonie war zu einem Spiegel für mich geworden und zeigte mir meine innere Unordnung. Tee zubereiten kann man eigentlich nur, wenn man ganz konzentriert ist. Nicht nur, weil es recht komplex ist, sondern es wird sichtbar. Also wenn jemand nicht bei der Sache ist, wird es auch für einen Laien sofort sichtbar, der ist nicht bei der Sache. Das ist das, was mich am Tee sehr fasziniert, dass man nichts mehr verstecken kann. Wer mit dem Zen beginnt, wird als erstes mit einer strengen Form konfrontiert. Man sitzt und geht nicht irgendwie, sondern auf vorgeschriebene Weise. Ich liebte die Formen des Zen vom ersten Moment an, denn ich begriff, dass es hier um mehr ging als um Gehorsam oder Disziplin.
wenn ich das Nachgrübeln und meine Widerstände aufgab und mich einfach in die vorgegebene Struktur einfügte, erfuhr ich eine bislang nie gekannte geistige Freiheit. Zu Hause praktizierte ich das beim Kochen. Der Koch kommt in der Hierarchie der Zen-Klöster gleich hinter dem Abt, und einer der wichtigsten Texte des Zen sind die Anweisungen für den Koch. Ihr Autor Dogen Zenji hatte im 13. Jahrhundert als Mönch selbst viele Jahre das Zen bei einem Koch studiert. Halte die Augen offen. Wasche den Reis sorgfältig, gib ihn in einen Topf, zünde das Feuer an und koche ihn. Ein altes Sprichwort lautet: Sieh den Topf als deinen eigenen Kopf an und das Wasser als dein eigenes Blut. Behandle jedes Blatt Gemüse so, dass es den Körper des Buddha manifestiert. Dann kann der Buddha sich durch das Blatt manifestieren. Zen beim Gemüseschneiden wurde meine Lieblingsübung. Ich schälte Kartoffeln, schnitt Karotten in Scheiben, hackte Zwiebeln. Nur dies: Schälen, schneiden, hacken, ohne weiteren Gedanken. Zum ersten Mal sah ich wirklich das Rot der Tomate, roch ich den Unterschied zwischen Zwiebel und Lauch. Wenn ich nicht bei der Sache war, fiel meistens etwas zu Boden und ich ärgerte mich. Allmählich lernte ich, zurückzukehren zu dem, was gerade zu tun war, und die Achtsamkeit erneut auszurichten, ohne Bewertung, ohne Tadel. Es gibt überhaupt kein Leistungsprinzip, denn jeder macht ebenso gut er kann. Und im Tee geht man immer davon aus, dass man sein Bestes gibt, grundsätzlich. Und das genügt. Also in der japanischen Sprache wird es deutlich, wenn der Tee serviert ist und man fragt die Gäste, wie ist der Tee, dann ist es auf Japanisch die Antwort Kekko des. Und das ist ganz ulkig, weil auf Deutsch übersetzt heißt das, es genügt. Wenn man bei uns das sagen würde, wenn die Hausfrau Essen serviert und sie stellt einem das Essen hin und fragt, wie schmeckt es, und man sagt, ja, es genügt, dann würde sie sich wahrscheinlich sehr wundern. Aber das bezieht sich natürlich darauf, dass der Gastgeber absolut sein Bestes tut, und das genügt eben. Wir wollen unser Leben in Ordnung haben. Wir wollen es damit auch außen zu Hause in Ordnung haben, und wir wollen innerlich Ordnung haben. Und dann können wir bis in den Fanatismus hineingehen, statt es zuzulassen, dass unser Leben einfach unordentlich ist, dass das ganze Dasein unordentlich ist, dass die ganze Natur nach außen hin unordentlich ist und trotzdem einem Ordnungsprinzip folgt, wenn wir mitgehen. Zen ist im Tiefsten nur dies: Mitgehen mit dem, was ist. Die Aspekte des Lebens, über die ich selbst bestimmen kann, so gut wie möglich gestalten und das Unvermeidliche mit Gelassenheit bestehen. Dann verhaken wir uns nicht mehr in unsere Vorstellungen davon, wie die Dinge zu sein haben. Stattdessen bekommt unser Alltag eine fließende Qualität. Fast jeder Zen-Schüler braucht Jahre der Übung, um dieses Konzept in gelebte Weisheit zu verwandeln. Dabei sollte man sich selbst übrigens nicht so furchtbar ernst nehmen. Der Abt eines Zen-Klosters traf eines Morgens seine Frau weinend in der Küche an. »Warum weinst du?«, fragte er sie. »Ich weine, weil alles so vergänglich ist«, klagte sie. »Du musst härter werden«, sagte der Abt streng, »und begreifen, dass Vergänglichkeit das Wesen des Seins ist.« »Ich bin froh, dass du es so siehst«, sagte die Frau und holte ein paar Scherben aus ihrem Kimono-Ärmel. »Deine Lieblingsteeschale ist nämlich soeben in die Vergänglichkeit eingegangen.« 2 Jahre nach Beginn meiner Zen-Praxis hatte ich eine ordentliche Wohnung. Wenn ich zu Besuch bei Freunden war, die kein Zen praktizierten, raubte mir die visuelle Unruhe in den Räumen so viel Kraft, dass ich immer seltener hinging. Heute nenne ich diese Zeit meine Phase der Hautlosigkeit. Ich kenne keinen Zen-Schüler, der sie nicht durchgemacht hat. Die Stille und Weite, die der Geist in einem geordneten Raum erfährt, ist in der ersten Zeit noch nicht stabil. In einer unruhigen Umgebung verliert der Zen-Anfänger schnell seine Gelassenheit. Mein Wendepunkt kam nach einem Besuch bei einer Bekannten, die ebenfalls Zen praktizierte. Sie hatte ihre Bücher neu eingebunden, in graues, schwarzes und weißes Papier. Die unruhigen Bücherrücken hätten ihren Sinn für Ästhetik gestört, sagte sie. Zu Hause stand ich vor meinen Bücherregalen. In der Tat,
All diese Farben, unterschiedlichen Größen und Schriften waren ein Chaos. Aber ich liebte meine Bücher, wusste von jedem Buch, wann und wo ich es gekauft hatte. Meine Bücher trugen die Spuren meines Lebens. Ich konnte diese Unordnung nicht bereinigen, ohne einen wichtigen Teil meines Lebens zu verlieren. Könnte nicht, fragte ich mich, auch die Unordnung Zen sein? Wenn wir da in das Zendo gucken, da gibt's auch eine Ecke der Unordnung, wo nicht alles so schön harmonisch ist, hatte vor 2 Jahren eine Schweizerin gesagt. Es ist alles so schön designt und gestaltet, aber da vorne bei der Tür, die Ecke, die passt so gar nicht rein. Die passt wohl, auch in unserem Innern. Und deshalb sollten wir uns das auch erhalten, dass wir eine Ecke in unserem Innern haben, wo wir das hinlegen, was unordentlich ist, was Chaos in uns ist, und es ganz bewusst da sehen und anschauen und auch liegen lassen. Es muss nicht alles in Ordnung sein. Ein Garten kann da ein guter Lehrer sein. Wenn wir ihm unsere Vorstellung von Ordnung aufzwingen, verliert er seine eigene Natur, zu der auch der Blätterfall im Herbst gehört. Teammeister Rikyu beobachtete seinen Sohn, der den Gartenweg fegte. »Nicht in Ordnung«, sagte Rikyu streng. Der Sohn fegte den Gartenweg erneut. Nach einer Stunde ermüdender Arbeit sagte er, »Vater, es ist alles perfekt. Die Stufen sind zum 3. Mal gesprengt, die Bäume gegossen. Nicht ein Blatt liegt mehr auf dem Boden.« »Du Narr«, rief Rikyu, »so fegt man keinen Gartenweg.« Er schüttelte einen Baum, und goldene und rote Blätter lagen überall auf dem Weg. Ordnung oder das Ordnungsprinzip, das sehen wir natürlich als eine übergeordnete Angelegenheit. Und Spiritualität hat etwas mit übergeordneter Sein zu tun. Und da steckt das Wort Ordnung drin, die Ordnung des Kosmos, die Ordnung unseres Lebens. Im Lauf der Jahre besuchte ich zahllose Session, traditionelle Meditationsklausuren, in denen wohltuende Stille herrscht. Mein Tag war vom Stundenplan bestimmt und ich hatte nichts weiter zu tun, als zu sitzen, zu atmen, zu gehen. Nun gaben zwar die alten Zen-Meister die Anweisung, alles ist Sitzen, damit meinten sie, dass die Klarheit und Kraft der Meditationszeit alle Tätigkeiten durchdringen sollte. Sie mussten sich aber nach einer Klausur nicht um 1 Dutzend Nachrichten auf dem Anrufbeantworter, ein volles E-Mail-Postfach, eine beleidigte Katze und einen mürrischen Freund kümmern. Ich brauchte Jahre, um zu begreifen, dass die Ordnung meines Lebens sich in meinem Alltag ausdrückt, so wie er gerade ist. In die Zen-Klausen in der Eifel kommen häufig Menschen, die ihr Leben in Ordnung bringen wollen. Sie haben eine Familie, einen anstrengenden Beruf, finanzielle Probleme. Den Zen-Lehrerinnen ist das alles nicht fremd. Adelheid Meutes-Wilsing war lange alleinerziehende berufstätige Mutter. Judith Bossert war Nonne in einem Dominikanerinnenkloster. Sie erklären den Menschen, was die Anweisung der alten Meister, alles ist Sitzen, im 21. Jahrhundert bedeuten könnte. Dann sage ich Ihnen, sonntags morgens aufstehen und mit den Familienmitgliedern, die da sind, ganz in Ruhe frühstücken. 1/4 Stunde, 20 Minuten. Das ist Spiritualität komplett. Und wenn man nach Hause kommt und es ist schon eine da, sich gemeinsam ruhig mit einer Tasse Tee hinsetzen und kein Wort reden, bis die Tasse Tee getrunken ist. Das ist die Spiritualität, die dann das Leben wieder in diesem Moment in Ordnung bringt. 5 Minuten drauf kann es drunter und drüber gehen. Aber der Moment wirkt nach. Wir haben es auch nicht einfach. Damit hat es im Grunde genommen nichts zu tun. Du kannst dir vorstellen, wie schwer es ist, finanziell gesehen, um das hier aufzubauen. Das bringt Spannung mit sich, das bringt Probleme mit sich. Und die sind überall vergleichbar. Es sind nur andere Themen vielleicht bei manchen Menschen so und bei manchen Menschen so. Aber Schwierigkeiten bleiben nicht weg.
ob du Zen machst, ja oder nein. Die Freiheit, von der das Zen spricht, ist nicht das Freisein von alltäglichen Problemen. Es ist eine geistige Freiheit. Der Zen-Schüler erkennt, dass er die Wahl hat, sich über die Zukunft zu sorgen und der Vergangenheit nachzutrauern oder sich dem zuzuwenden, was jetzt geschieht. Das stille Sitzen auf dem Kissen, die Zubereitung einer Schale Tee, das Gestalten eines Ikebana-Gestecks bringen den Schüler zur Erfahrung des gegenwärtigen Augenblicks. Nur hier und jetzt, sagt das Zen, findet das Leben statt. Mit seiner Fülle, seinen Farben, seinen tausend Überraschungen und seiner unübersehbaren Unordnung. Und es muss spielerisch bleiben. Es muss frei bleiben. Denn Spielern und Freiheit hängen zusammen. Wahre Ordnung und Harmonie natürlich auch. Das ist Spiritualität, so wie wir sie wirklich im tiefen Sinne verstehen. Da geht es nicht um die Ordnung von Hierarchien. Und es geht auch nicht um das sich einordnen in Hierarchien. Und gerade für Frauen ist das ganz wichtig, dass sie es wagen, ihre weibliche, eigene, ganz persönliche innere Hierarchie zu erkennen und ihre spirituelle Form zu erfahren und zu leben. Seit vielen Jahren lehre ich selbst Achtsamkeitsmeditation. Die meisten Menschen, die in meine Gruppen kommen, haben Sehnsucht nach einem Leben in Harmonie und Ordnung. Manche erzählen mir, dass sie begonnen haben, aufzuräumen. In der Ordnung, die sie im Äußeren geschaffen haben, beginnen sie auch ihr Inneres zu ordnen. Alte Überzeugungen auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen, Ängste vor der Zukunft und belastende Erinnerungen loszulassen. Ein Zentrum habe ich nicht. Meinen Sendo schlage ich für ein Wochenende oder länger in Seminarhäusern und Klöstern auf. Er besteht aus ein paar Kerzen, Blumen und den Menschen auf ihren Meditationskissen. Die Form, in der ich die Übung anbiete, ist äußerst schlicht. Wie Judith Bossert und Adelheid Meutes-Wilsing habe ich mich von den Vorschriften der Schulen, in denen ich lernte, gelöst. Auch das geschieht von ganz alleine, dass man die Form irgendwann nicht mehr braucht. Es ist wie dieses berühmte Beispiel, was immer wieder auftaucht, wo man mit einem Boot den Fluss überquert. Aber wenn man den Fluss überquert hat, schleppt man das Boot nicht noch an Land dann mit auf der Schulter, sondern lässt es im Wasser liegen und geht weiter. Ulrich Haas hat einen Großteil seiner Teegeräte an seine Schüler verschenkt. Und inzwischen holt er sich schon einmal einen anderen Lehrer, der an seiner Stadt die Formen unterrichtet, die er nicht mehr lehren möchte. Auch meine Wohnung wurde im Lauf der Jahre immer schlichter. Sie enthält nur wenige Möbel, aber zahllose Bücher, die sich wie Katzen auf Tisch, Sofa und Boden niederlassen. Aber das stört mich nicht mehr. Vielleicht ist die Ordnung, die ich im Äußeren so nötig brauchte, jetzt innen gewachsen und mit ihr die Stille. Mein Beruf bringt es mit sich, dass ich häufig unterwegs bin. In den Großraumwaggons des ICE klingelt ständig irgendein Handy. In der Straßenbahn an einem Regenabend bohrt mir die Nachbarin ihren Stockschirm in den Fuß und ich klebe mit der Nase am feuchten Lodenmantel meines Vordermanns. In solchen Momenten schließe ich die Augen ein wenig und lasse mich im Geist auf meinem Kissen nieder. Wenn ich meinen Sendo in Klöstern und Seminarhäusern aufschlage, kann ich das genauso gut in einem Straßenbahnwagen tun. Denn was ist Zen? Offene Weite, nichts Heiliges. Wer das akzeptieren kann, dass schwer und leicht nebeneinander existieren kann, auch wenn es schwer ist, kannst du trotzdem noch lachen. Wenn das geht, wenn du das kannst, dann kommst du auch durch, sozusagen.